Darlin, 18 Jahre alt aus Potsdam, Kilian, 16 Jahre alt aus Königs Wusterhausen. Beide möchten Polizist werden, für sie ein Traumjob. Polizeianwärter aus dem mittleren Dienst in Wünsdorf, auf Shoppingtour sozusagen, sie bekommen heute ihre Uniformen. Seit 2 Wochen sind sie an der Polizeihochschule in Oranienburg. Ja, es ist sehr aufregend und spannend, das erste Mal im Leben eine Uniform anzuhaben und dann gleich die eigene. Ja, mal gucken, was auf uns zukommt. In Wünsdorf werden etwa 900 Polizisten aus ganz Brandenburg jährlich eingekleidet. Kilian und Darlin müssen erstmal Schuhe anprobieren. Jeweils 6 Paare sollen sie mitnehmen. Ich werde ein bisschen überflutet von den ganzen Schuhen. Die Polizeimütze, ein wichtiger Bestandteil der Uniform, doch was mit den langen Haaren machen. Ich bin am Überlegen gerade, ja, die zu kürzen. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht ein bisschen, aber nicht so viel. Sagt Mutti auch. Die Uniform. Während ihrer Ausbildung dürfen die Polizeischüler sie nur auf dem Campus in Oranienburg tragen, außerhalb nicht. Hemd, Schulter sitzt drin. Mhm. Hier haben wir auch Platz. Dürfte bequem sein, oder? Ja, ist es auch. Und? Schick aus, oder? Ja. Da ist man doch schon ein bisschen Polizist. Das stimmt. Polizist werden in einer schwierigen Zeit. Der Respekt gegenüber der Uniform habe abgenommen, beklagen Polizisten. Natürlich macht man sich da Gedanken, aber man wird ja auch dementsprechend darauf vorbereitet, wie man Respekt gegenüber anderen vorweist und Präsenz zeigt. Und natürlich auch, falls es zu Attacken kommen würde, wie man sich da dann wehrt. Der Umgang mit Schusswaffen, auch darauf werden sie vorbereitet. Im Ernstfall müssen sie sie einsetzen können. Das ist der Gürtel, wo die Werkzeuge, sage ich jetzt mal, rankommen, wie Pfefferspray, Waffe. Haben Sie schon mal eine Waffe in der Hand gehabt? Nur auf dem Weihnachtsmarkt. Haben Sie denn Angst vor der Waffe? Ich würde jetzt erstmal sagen nicht, aber ich denke, wenn es soweit ist, denke ich, ist jeder erstmal aufgeregt. Erst in einigen Wochen, wenn alle Polizeianwärter ihre Uniformen bekommen haben, dürfen auch Kilian und Darlin ihre tragen.